Hallo meine lieben Gamer und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart 8. Wie ihr vielleicht schon rechts unten seht, habe ich die zwei anderen Cups oder bin ich die zwei anderen Cups nochmal gefahren. Und ich muss sagen, es war wirklich beim Triforce Cup. Irgendwie habe ich wieder nicht beim ersten Mal drei Sterne geschafft, weil bei der Hyrule Piste zum Schluss hat mich dann nochmal eine erste Bombe getroffen kurz vorm Ziel in der letzten Runde und deshalb habe ich da dann auch nochmal alles verkackt. Aber wir müssen nach vorne schauen. Heute geht's weiter mit dem Crossing Cup. Dieser Part wird auch ein bisschen länger, weil ich euch bei Animal Crossing mehrere ich werde euch mehrere Dings zeigen. Also ich weiß gerade wirklich nicht, was reden, weil ich muss hier Auto aussuchen. Ich nehme es so. Also wie ihr vielleicht hier unten seht, rechts unten ist Animal Crossing Dorf. Aber da gibt es diese Strecke in vier Jahreszeiten. Einmal, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ich will euch eben alle zeigen, deshalb spiele ich jetzt den Cup. Und danach gibt es dann noch mal im Versus-Rennen die anderen dreimal Animal Crossing Dorf halt mit einer anderen Jahreszeit. Nur damit ihr das wisst. Und es fängt jetzt auch der zweite DLC an. Ich finde hier schon mal, es sind ja 8 Pisten und es ist nur Baby Park Kacke. Oder halt so wirklich behindert, werde ich jetzt schon fast sagen. Oder halt, die war unnötig. So würde ich sagen. 7 Runden einfach im Kreis fahren. Ist nicht so gut. Und eben beim ersten DLC war Regenbogen Boulevard ein bisschen unnötig und halt die Strecken waren jetzt nicht so spektakulär wie im zweiten DLC, aber das werdet ihr natürlich jetzt sehen. Jetzt fahren wir mal den Crossing Cup. Ich hoffe halt, dass alles gut läuft und dass wir vielleicht die 3 Sterne schaffen. Ist ja mit Baby Park die unnötigste Piste. Also sieht halt außenrum ist sie wirklich gut geworden. Also so ja, das von außen sieht sie wirklich geil aus, aber halt Streckeninhalt, wie man die fährt, ist kacke. Schlechter Start, toll. Es sind halt bloß 7 Runden so herum. Das ist halt schon unnötig. Komm, Daisy treffen wir, ja. Ja, dann kommt natürlich der Ludwig, glaube ich, ist das. Und zieht einfach an uns vorbei. Überrunden wir mal ein paar. Okay, den haben wir jetzt nicht getroffen. Also, bei dieser Piste versuche ich, das gelingt mir halt nicht so gut, aber ich versuche immer die Kurven sehr nahe zu nehmen. Jetzt habe ich geschafft zum Beispiel. Also was heißt hier nahe nehmen? Halt so eine kurze. Also ich lasse einfach das Spalten hier da. Ich weiß nicht mal, welche Runde ich bin und ich sehe ja nichts mehr. Jo. Ich dachte gerade, die zieht einfach an mir vorbei. Und ist jo, jetzt dachte ich, okay. Und ist dann erster. Ah, nee. Es läuft nicht alles. Oh, Baby Daisy. Weißt du was? Ich bin in der letzten Runde. Also das ist so komisch, wenn die dauernd neben einem sind. So. Ja, ich meine jetzt außen, wie ihr hier seht, das sieht wirklich cool aus. Aber es ist halt nur so eine Rundfahrt, würde ich jetzt fast sagen. 7 Runden dauert das gleiche. Ich weiß, bei den anderen Strecken ist auch 3 Runden das gleiche, aber halt da sind zumindest mehr Kurven als bloß 2. So würde ich das jetzt beschreiben. Jo, okay. Und jetzt gleich Kaiserland. Also, das muss ich auch sagen, ist eine wirklich geile Piste geworden. Die hat wirklich auch fast nichts mehr mit ihrer alten Piste zu tun. Also sie haben sie so sehr erneuert, dass sie so aussieht wie eine neue.
Ja, jetzt mal einen besseren Start. So. Ich kann ja auch, ich kann euch auch schon sagen, dass jetzt mal bald wieder ein Nintendo Land Let's Play kommt. Und zwar mit einem Kollegen aus Deutschland. Und weil da kommt bei mir, der kommt halt. Ich will ihn jetzt nicht irgendwie. Ja. Wir werden halt so, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Spiele heißen, aber halt sozusagen fast alle Multiplayer-Spiele von Nintendo Land werden wir euch zeigen. Ich muss aber noch sehen, wie ich da mit dem Mikrofon mache, weil das ja toll. Jo. Weil ich habe bloß ein Headset und da geht das halt nicht so gut. Deshalb, wenn da dann vielleicht die Tonqualität ein bisschen blöd ist oder kacke, dann entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Jo, und du haust ab, Ludwig. Und jetzt nochmal zur Strecke. Jo, wahrscheinlich. Als ob mich der grüne Panzer in der Luft trifft. Die wollen mich doch für alle verarschen hier. Ja, jetzt ziehe ich an euch allen vorbei. Jetzt guckt ihr blöd, oder? Also die Strecke ist einfach nicht an mich angepasst. Ich dachte jetzt schon, ich fall da rein. Aber gut, dass ich letzte Strecke oder... Boah. Yo, Alter! Jetzt läuft gar nichts mehr. Sorry, jetzt kann ich mal nicht mehr... Wahrscheinlich! Okay. Ja. Wenn ich dann auch mal erster werde, dann... Jo. Kann ich nichts mehr dazu sagen. Jo, aber wenn ich so kacke hier fahre... Und ich aggressiv bin... Haut alle ab. Und jetzt mit dem Filz hier vorbei. Wie viel da sind wir jetzt? Uns fehlen halt die 10 Münzen. Bestimmt bis zum Schluss. Und vielleicht eine tolle Aufholjagd. Ja. Boah, ich dachte gerade, dass meine Red Shell nicht ankommt, aber dann kommt eine Green Shell von der Seite. Und wir haben gewonnen. Mit 9 Münzen, glaube ich. Aber das ist doch nicht schlecht. Also, Bewohner, nicht schlecht. Ich wollte ja vorhin eigentlich das Bike nehmen, aber das habe ich aus dem Grund nicht genommen, weil mir einfach das richtig kacke vorkommt. Oder halt das Driften kommt mir kacke vor. Und das ist auch eine richtig geile. Wilder Wipfelweg. Eine richtig geile Piste ist. Muss ja unbedingt ankommen. Super Start. Ja, toller Start. Hat der gesehen, wie der an allen vorbeizog? Läufe. Boah. Wie viel waren wir gerade, als wir den Pilz bekamen? Also, auch die Musik ist richtig geil. Müssen wir mal hören. Oder was sagt ihr? Geile Piste oder geile Piste? Oh, jetzt konnte ich diese Abkürzung nehmen, aber ich war einfach zu blöd dazu. Gibt es hier noch eine Abkürzung, für die man einen Pilz braucht? Ich hoffe es. Oder ich spare mir den einfach. Scheiße, die hört man auch immer, man fährt näher ran, da hört man sie, und wenn man immer weiter wegfährt, werden sie immer leiser. Das finde ich auch so richtig geile Details hier bei Mario Kart 8. Yo, yo. Okay, hier links halten. Gut, wir haben wieder unseren Fehler ausgebadet, würde ich mal dazu sagen. Also bisher sind die 3 Sterne noch nicht richtig gefährdet.
Sie waren bei Käseland, waren sie wirklich richtig. Okay. Also wirklich fast schon vorbei, aber warum ist diese Rachel an mir vorbeigefahren? Egal. Also, aber jetzt müssen wir gucken, dass wir hier noch Erster werden und nicht irgendwo an die Wand fahren. Und genug Münzen haben bis zum Schluss. Jetzt keiner von der Seite kommt. Aber es sieht gut aus. So. Jetzt sind wir dreimal Erster geworden. Zweimal mit 10 Münzen, einmal mit 9 Münzen. Jetzt müsste eigentlich nur noch die Animal Crossing Piste gut gehen. Animal Crossing Dorf, sorry. Nächstes Rennen. Highlights brauchen wir nicht angucken. Obwohl es eigentlich ein richtig geiles Feature ist. Aber egal. So, Animal Crossing Dorf und wir haben den Frühling erwischt. Hier sehen wir schon. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Ich nenne den einfach mal Mr. Maulwurf, aber... So, letztes Rennen. Oh, nicht so schlechter Start. Ludwig war trotzdem schneller. Und ich war bestimmt jetzt eine Banane. Ich sehe es kommen. Oh, trotzdem nicht. Ludwig, lass mich vorbei. So. Ich versuche dann als nächstes den Sommer reinzuschneiden, dann den Herbst und zum Schluss noch den Winter. Dann seht ihr mal die ganzen verschiedenen. Da fahre ich selber rein. Okay. Dann seht ihr die ganzen verschiedenen Jahreszeiten. Also die Strecke selber verändert sich nicht. Yo. Okay. Also die Strecke verändert sich nicht. Es verändern sich hauptsächlich, wirklich hauptsächlich die Bäume. Im Winter verändern sich halt noch der Boden oder verändert sich noch der Boden. Der Hintergrund verändert sich und hier, ich zeige euch wo, kommt da mal Schneemänner oder so Blätterhaufen. Klar. Also hier so kommen dann Schneemänner und Blätterhaufen. Ja. Gut, dass ich es dich erwischt hat. Also letzte Runde. Jo, und ich bekomme so ein gutes Item, eine Münze, klar. Alter. Geht mir wirklich nicht auf den Sack. Ich schaff's gerade nicht. Jo, und dann nimmt er meine Itembox. Wir sind Dritter. Ja, Pilz bringt uns jetzt auch nicht sehr viel. Ja, und dann kommt die eine von der Seite. Ja, und der holt bei uns Windschatten. Alter, bei uns läuft so gar nicht. Jetzt müssen Rachels kommen. Das bringt uns auch gar nichts. Alter, weißt du was? Wirklich einfach. Ja. Dritter. Mit 6 Münzen. Das ist wie bei den letzten zwei Parts. Das war richtig unfair. Okay. Ergebnisse anzeigen, ich, obwohl ich sie eigentlich nicht sehen will. Zumindest haben wir den Goldpokal. Schon safe. Aber ich glaube so ein Stern. 3 Sterne können es nicht werden. Kann ich die schon wieder fahren? So eine Kacke, Alter. Animal Crossing Cup, bla bla bla. Ja. Mario Kart TV, wollen wir das gucken? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Nee. Das ist zu frustrierend. Obwohl eigentlich bei dieser Strecke war es ganz okay. Ein Stern. Juhu! Du hast einen Charakter freigeschaltet. Du hast bla 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 Münzen und ein Fahrzeugteil. Hier haben wir den Sommer. Ihr seht, Sonnenschirme alle aufgespannt. Tolles Wetter, Strand, alles da. Und wie schon gesagt, haben sich hauptsächlich die Bäume verändert. Und ich habe auch gemerkt,
dass sich auch noch die Schanzen ändern. Und die Starts. Also wie gut man den Start macht, das verändert sich auch. Und die Musik verändert sich. Ja, halt, was sich halt alles so verändert. So, Link, ja, genau so. So, jetzt schnell eine Itembox mitnehmen oder drunter durchfliegen. Ja. Aber die Musik ist eigentlich ganz cool. So, das war mal eine tolle Abkürzung, muss ich sagen. Muss ich mich jetzt mal selbst loben, obwohl das eigentlich nicht so gut ist, wenn man sich selbst lobt, aber da muss ich es jetzt sagen. Jo. Wieder drunter durchgeflogen. Okay. Aber wir sind zweite Runde, 10 Münzen, erster. Aber diese Kurve da hinten, die ist wirklich nicht so leicht, finde ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Noob bin und die nicht schaffe, aber halt, die muss man wirklich schön ausfahren und dann eng nehmen. Okay, jetzt war ich nicht groß. Da fahren wir nachher noch hinein. Falls diese Banane noch liegt. Kam sogar ein Apfel runter, also die Äpfel und die Orangen kommen runter, sobald man sie abschießt oder ich glaube sogar mit einem Pilz ranfährt, aber das weiß ich nicht mehr. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr da besser Bescheid wisst. Aber es sieht nicht schlecht aus. Aber ich denke, das könnte noch schlimmer werden. Jetzt schön ausfahren, wie ich gesagt habe, und ins Gras hinein. So, das war der Sommer, der Herbst und damit das vorletzte Rennen, das ich euch zeige. Ja, das haben wir jetzt schon oft genug gesehen. So. Jo, und zwar ein guter Start auch noch. Okay, komm, der trifft uns bestimmt. Nein, ich habe ihn verfehlt. Was für ein Fail. Alter. Und da kommen Orangen vom Baum runter. Alter, die leben in einer ganz anderen Welt. Warum verfehle ich den dauernd? Ja, jetzt habe ich ihn getroffen. Im Nachhinein, aber was bringt mir das? Das ist nicht so gut wie... Aber wenn ich sage, dass alles geplant war, dann ist es natürlich trotzdem gut. Also wie ihr gesehen habt, waren da die Blätterhaufen, die Bäume sind wirklich anders geworden. Der Hintergrund hat sich auch mal wieder verändert. Verändert, ja, verändert überhaupt. Alter. Ihr müsst auch wissen, bevor ich jetzt diese drei Strecken nochmal aufgenommen habe, bin ich nochmal diesen Cup gefahren. Dann war schon wieder das Gleiche. Letztes Rennen treffen mich dauernd diese Kack-Items und ein Stern. Das ist doch alles Verarsche. Ich glaube, ich höre auf. Scheiß Mario Kart, Alter. Gehen wir nicht auf der... Ja, jetzt will ich weiter reden, aber ich glaube, viele wissen, was ich meine, aber... Letzte Runde. Yo. Komm nochmal von hinten, okay? Diese Orange hat mir jetzt so viel gebracht. Gut. Ich dachte schon, ich treffe jetzt die Itembox nicht. Aber jetzt, wenn wir so gutes Item bekommen, und dann kommt noch mal so ein gutes Item. Ja, danke. Donkey Kong zieht vorbei, genau so was. Dann kommt jetzt noch irgendwas, was uns abschießt. Und dann werden wir Dritter. Oder er zieht einfach an uns vorbei. Nein, bin ich ein... Alter. Genau so war es, genau so, ja. Dritter mal wieder. Ganz toll, ganz toll. So, das war der Herbst, jetzt kommt der Winter. Das letzte Rennen. Und zwar ist das so ein bisschen weihnachtlich, würde ich sagen.
Hier seht ihr schon die Schneemänner. Der Boden hat sich ein bisschen in Schnee verwandelt, glaube ich, und es schneit. Aber sonst ist die Strecke immer noch gleich geblieben, aber das werdet ihr jetzt sehen. So, jetzt fahr. Hier, Schneemann. Aber wie ihr seht, es sind immer noch Äpfel und Orangen auf dem Baum. Ja, aber halt, Animal Crossing, wie schon gesagt, ist anders. Weil sonst die Musik ist eigentlich immer richtig chillig. Würde ich jetzt so sagen, aber... Habe ich gesagt das? So, jetzt komm. Ich will jetzt langsam fertig sein. Das ist das letzte Rennen. Ich will auch mal hier bei Animal Crossing Dorf Erster werden. Ist das zu viel verlangt oder was? Mit 10 Münzen. Ich ruf eure Eltern an. Eure überhaupt nicht. Alter, das Sprechen muss gelernt sein, muss ich schon sagen. Überhaupt heute merken wir es. Alter, ich dachte, das ist ein Blumentopf gewesen. Wahrscheinlich habe ich gerade mal wieder alles verkackt. Und jetzt bin ich durch zwei Pilze gefahren. Nee, heute läuft nicht. Jetzt bitte. Ich will doch nur... Yo, danke für die geile Bombe hier. Habe ich mir schon immer gewünscht. Ja, da. Weil ich dachte, jetzt kommt auch noch die Red Shell. Das wäre es gewesen. Dann wäre der Part fertig gewesen. Ich sag's euch. So, jetzt letzte Runde, wie immer. Treffen mal wieder was. Ja. Jetzt ziehen sie gleich alle vorbei und ich werde Dritter. Wo wir haben Vorsprung. Okay. Hoffentlich werden wir nicht Dritter. So, dem haben wir es noch gegeben. Voll in die... Ja, Fresse. Aber egal. Das war der Winter. Okay, Einzelspieler, Grand Prix. 150. Larry. Den wollte ich schon immer haben. Und Hyperbike. So, würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich selber dann hoch freuen. Im nächsten Part geht's weiter mit dem Glocken Cup. Dann nehmen wir Katzen Peach und dann extra Flügelraser, weil der sieht wirklich so aus wie bei GTA mit dem Mercedes Reifen und so. Nur damit ihr das wisst, so's beim nächsten Mal die Kombination, mit dem wir diesen Cup fahren. Und zwar kommt Cooper Großstadtfieber. Das ist ein Übersetzungsfehler. Partystraße. Oder Ribbon Road. Hä? Ja, Marios Metro ist auch richtig geil. Und dann kommt Big Blue, eine neue F-Zero-Strecke. Eine neue F-Zero-Strecke. Strecke auf jeden Fall. Okay. Dann freut euch auf diese ganzen Strecken hier. Und ja, ciao.